Guten Morgen. Leiber haben wir schon vor, da haben nur Jesu gemeint. Nadine, ich danke dir für deine Leibe. Ich danke dir für deine Güte, ich danke dir für diesen neuen Tag. Ich bete dich, halt uns deine Worte verstanden. Deine Worte Leibe, nur deine Worte Leben. Nur Jesu Christi. Amen. Hesekiel, Kapitel 28, von Vers 24, sei ich jetzt noch verachten die feindlichen Nachbarvölker, die Israeliten, und fügen ihnen Schmerzen zu wie Dornen und Stacheln. Also, Bad hier von Kapitel 22 ist alles gerecht. Gerecht über das Volk Israel, gerecht über andere Völker, wenn sie ihre sind. Gerecht ist der Fall von Gott verloren. Aber wie seine Gottes sagt, immer war er gnädig und er sagt, die Worte war der Rüfen. Dann werden sie erkennen, dass ich der Herr bin. Ich verspreche sie, aus allen Völkern zurückzubringen, unter die sie jetzt noch zerstreut sind. Dann werden auch ihre Feinde sehen, dass ich der heilige Gott bin. Mein Volk wird wieder in dem Land wohnen, das ich vor langer Zeit meinem Diener Jakob gegeben habe. Dann können sie wieder in Ruhe und Sicherheit leben. Häuser bauen, Weinberge anlegen. Doch ihre Nachbarvölker, die nur Verachtung für sie übrig hatten, werde ich richten. So wird mein Volk erkennen, dass ich der Herr bin, ihr Gott bin. Seid leider das wichtig. Vorke kämpft den Mensch in ihre Folge von seiner Sünde. Und dann geht er das Wort schworet. Aber Gott ist ein Gnädiger Gott. An die Buße deine und von ganzen Horten am Tiere. An Chavi mit seiner Genot regnen. Mit seiner Barmherzigkeit. Und das sei wie okay. Gott wacht darauf. Dass die Menschen Buße deine an den gnädig zu sein. Wenn ich ein Mensch Buße dat, dann ist Gott gnädig. Wenn ein Mensch sich demütig erkennt, dass er gefehlt hat, und Buße dat von seiner Schlacht, die er amtiert, dann wird er bei Gott genot finden. Das ist so wichtig, Herr. Ich bete dich, dass wir dein Wort verstehen für unseren Alltag. Dass wir erkennen, was mit uns steht. Und dass wir wörtlich uns von dir auf dem Rechen waschleiden, im Namen Jesu. Amen. Ich wünsche dir einen schönen Tag.